ich freue mich auf Gottes Wort jetzt heute Morgen. Ich habe eine Frage an dich. Kannst du dich nicht noch an den Augenblick erinnern, wo du das letzte Mal jemanden ganz Besonderen begegnet bist? Ich meine jemand ganz Besonderem. Ich kann mich gut erinnern, vor einigen Jahren war ich in Äthiopien, in Addis Abeba, in der Hauptstadt, und habe da einige unserer Missionare besucht. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo ich dort war, wurde der Anbau der deutschen Schule in Addis Abeba eingeweiht. Und zu diesem Anlass war der deutsche Außenminister, damals der Klaus Kinkel, in Addis Abeba. Und wie der Zufall so will, die Kinder unserer Missionare gingen in diese deutsche Schule. Und die gingen zur Eröffnung dieses Gebäudes und ich komme dorthin. Und nur wenige Meter von mir entfernt steht der deutsche Außenminister. Und die gut bewacht von all seinen Leibwächtern und so weiter. Und dann sah ich, dass die Leibwächter sehr abgelenkt waren und sich zurückgezogen haben, habe ich gesagt, wann in deinem Leben wirst du je wieder die Gelegenheit haben, mit einem deutschen Außenminister zu sprechen? Also allen Mut zusammengenommen und habe rüber zu ihm gelaufen, habe mich vorgestellt und er war so zugänglich, so zutraulich, richtig nett, wir hatten einen richtig langen, guten Talk. Und am Schluss konnte ich für ihn beten und die Kraft Gottes ist zu ihm geflossen, das konnte ich richtig spüren. Es war ein ganz besonderes, überraschendes Erlebnis, eine Begegnung, die ich nicht auf dem Schirm hatte. Und bei dir gibt es sowas auch. Wenn ich jetzt fragen würde, ja, zum Beispiel einige hier können sich noch ganz genau an den Augenblick erinnern, wo sie dem Mann oder der Frau der Liebe ihres Lebens zum ersten Mal begegnet sind. Oder wo du sie oder ihn zum ersten Mal geküsst hast. Sollen wir mal ein Interview machen, ganz schnell? Leider haben wir die Zeit jetzt nicht dazu. Begegnung mit ganz besonderen Menschen. Es gibt eine Fernsehsendung, die heißt Vermisst. Eine Sendung, die meine Tochter sehr gerne anschaut. Und in dieser Sendung geht es darum, dass Menschen, Verwandte, Bekannte, Freunde irgendwie verloren haben unterwegs oder noch nie getroffen haben in ihrem Leben und sich auf die Suche nach ihnen machen. Und über diesen Fernsehsender wird dann diesen Leuten nachgegangen und dann kommt der Augenblick, wo sie manchmal zum ersten Mal in ihrem Leben ihrem Vater, ihrer Mutter, ihrer Schwester, ihren Verwandten, wem auch immer, begegnen. Und wer die Sendung schon mal gesehen hat, bei manchen sitzt du da und du heulst Rotz und Wasser, auch wenn du gar nicht so nah am Wasser gebaut bist. Weil es was Besonderes ist, wenn man jemanden begegnet, den man vorher noch gar nicht gekannt hat. Und dann ist noch was, das ist mir aufgefallen. Wenn wir besonderen Menschen begegnen, verbinden wir auch ganz oft damit, dass es an einem besonderen Ort war. Wir können uns da noch ganz gut dran erinnern. Bei mir war das so, als ich das erste Mal in meinem Leben Jesus begegnet bin. Das war, als ich 20 Jahre alt war. Ich meine, wo ich ihn total real in meinem Leben erfahren habe, gespürt habe, innerlich vernommen habe, jetzt ist er da. Wisst ihr, wo das war? Es war die größte Begegnung meines Lebens überhaupt bis zu diesem Zeitpunkt. Es war in einem eigentlich finsteren Gewölbekeller unter einem alten Pflegeheim in Freiburg im Breisgau, kurz vor Mitternacht. Und ich weiß noch, ich kniete mich hin. Heute würde ich sagen, das war ganz ekelig. Das war so ein uralter, violetter Langhaarteppich, der wahrscheinlich seit 580 Jahren nicht mehr gereinigt war. Aber wisst ihr was, das war mir sowas von egal. Weil die größte Begegnung meines bisherigen Lebens dort unten in diesem Kellerloch, in diesem Gewölbekeller, gerade eben stattgefunden hat. Und das war, als mir der Messias, der Retter der Welt, persönlich begegnet ist, mir alle meine Schuld vergeben hat und mich zu einem neuen Menschen gemacht hat. Das war die größte Stunde meines Lebens.
Und ich werde diesen Ort da unten nie, nie, nie vergessen. Nie vergessen. Und auch du hast Begegnungen mit Menschen. Und manchmal hat diese Begegnung auch was mit dem Ort zu tun, den du nie vergessen wirst. Ja? Zum Beispiel werden wir alle nie bei Titanic, diesem interessanten, schönen Film, wir werden nie die Begegnung zwischen ihm und ihr vorne an der Spitze des Schiffes vergessen. Ja? Wo der Fahrtwind, der eisige Fahrtwind, ja, in ihr Gesicht bläst. Die ganze Welt kennt dieses Bild. Und sowas gibt es auch in deinem Leben. Und in dem Leben vieler, vieler Menschen. Begegnungen, die mit einem bestimmten Ort und einer bestimmten Zeit verbunden sind. Und ihr Lieben, heute Morgen möchte ich euch zuallererst von einem Menschen erzählen, der vor vielen tausend Jahren gelebt hat und der zum allerersten Mal in der Menschheitsgeschichte sein Erlebnis, es war eine Begegnung mit Gott, mit einem bestimmten Ort verbunden hat und es wie prophetisch über die ganze Geschichte der Menschheit wie ein Stempel, wie ein Vermächtnis in das Buch Gottes reingeschrieben hat, dass wo immer dieser Ort irgendwo auf der Welt auftaucht, wird es damit zusammenhängen, dass eine besondere Begegnung mit Gott stattfindet. Und deswegen ist das auch unser Thema heute, der Ort, wo Gott dir auf wunderbare Art und Weise begegnet. Vor mehreren tausend Jahren lebte dieser Mann im heutigen Israel und er war auf einer Reise von Beersheba, das liegt ganz unten in der Wüste in Israel, nach Haran, über 1000 Kilometer zu seinen Verwandten und sein Name ist Jakob. Und Jakob war mit einer kleinen Karawane wahrscheinlich unterwegs und er kam durch einen Ort, der hieß Luz. Und in diesem Ort passierte in der Nacht etwas, was die ganze Sprache der Bibel und alles, was dann von diesem Zeitpunkt an in Zukunft geschehen würde, irgendwo prägen und bestimmen sollte. Sie kam also in diesen Ort, er war sehr müde und er schlief in dieser Nacht ein und er legte seinen Kopf, sagt die Bibel, auf einen Stein. Und mitten in der Nacht bekam er plötzlich einen Traum. Und in diesem Traum begegnet ihm Gott, der Allmächtige, auf ganz persönliche Art und Weise. Und er sah in diesem Traum eine Vision. Er sah eine Leiter, wie sie von der Erde bis in den Himmel reichte. Und auf dieser Leiter gingen die Engel hoch und runter und von oben konnte er Gott, den Herrn, sehen. Und Gott sprach zu ihm in dieser Nacht, im Traum. Und er sagte, Jakob, all das, was du siehst um dich herum, das ganze Land, das werde ich dir und deiner Nachkommenschaft geben. Und ich möchte, dass du weißt, du bist einer, der gesegnet ist von mir. Und durch dich und deine Nachfolger und deine Nachkommen wird die ganze Menschheit, alle Nationen, Generationen und Völker gesegnet werden. Und er sagt, du bist ein ganz super Typ und ich bin mit dir und ich werde dafür sorgen, dass es dir gut geht und dieses Land, ja, kommt eine schwierige Zeit dazwischen, aber dieses Land, wo du jetzt bist, das gebe ich alles hier, deinen Nachkommen und denen, die nach dir kommen. Am nächsten Morgen wacht Jakob auf. Er reibt sich die Augen und sagt, das war ja Wahnsinn heute Nacht. Gott ist mir erschienen. Gott ist mir begegnet, mir Hempfli-Bempfli. Und er nannte es, steht in der Heiligen Schrift, kannst du nachlesen, in Genesis Kapitel 28, er nannte diesen Ort das Haus von Gott oder das Haus Gottes. Mit anderen Worten, der Ort, wo Gott sich aufhält, der Ort, wo Gott wohnt. Der Ort, wo Gott redet, der Ort, wo Gott zu uns Menschen sich offenbart und uns Dinge zeigt, die für unsere Zukunft wichtig sind. Das nannte er das Haus Gottes, als erster Mensch auf der ganzen Welt. Und er sagt, das Haus Gottes, das ist der Ort, wo Gott zu mir redet.
wo Gott mir zeigt, was für mein Leben wichtig ist, für meine Zukunft. Das Haus Gottes ist der Ort, wo Gott mir irgendwo begegnet und mir erscheint und mir zeigt, er ist da und er liebt mich und er mag mich und er interessiert sich für mich, Hempfli Bempfli. Und es war wie ein Vermächtnis über die ganze Menschheitsgeschichte der Zukunft, dass Gott sagt, da wo mein Haus ist, da begegne ich Menschen. Und wo ich Menschen begegne, da bin ich gegenwärtig und dort ist mein Haus. Und von diesem Tag an nannte Jakob diese Stadt Luz, wo das passiert ist, Bethel. Das heißt Haus Gottes. Und jeder, der nach Bethel kam, der wusste, das ist der Ort, wo diese Himmelsleiter und diese Vision dem Jakob erschienen ist und der Ort, wo Gott einem einfachen Menschen begegnet ist. Und jetzt schaust du mal in die Bibel rein und ganz viele tun das ja regelmäßig und manche haben das noch nie getan. Und jetzt passiert was ganz Spannendes. In diesem wunderbarsten Buch, das es überhaupt der ganzen Welt gibt. Du musst es einfach lesen. Es ist der Hammer. Von diesem Tag an, wo Jakob sagt, das ist das Haus Gottes, wo Gott mir begegnet, wo er über mein Leben spricht, über meine Zukunft, über das, was er mit mir vorhat, das nennt er Haus Gottes. In dem Augenblick passiert permanent in der Heiligen Schrift etwas, was die Bibel Haus von Gott nennt. Es wird überall etabliert und überall passiert das Gleiche. Menschen erleben Gott. Menschen erleben Wunder, Menschen hören die Stimme Gottes, erleben seine Kraft und hören, wie Gott über ihre Zukunft spricht. Und sie bekommen Träume und Visionen über ihre Zukunft. Ehen werden dort geschlossen, Kinder werden dort, die eigentlich nicht zur Welt hätten kommen dürfen, im Haus Gottes, dort in seiner Gegenwart, werden Kinder plötzlich möglich, ja, weil Gott Wunder tut und Unfruchtbarkeit beseitigt. Ich habe es euch mal aufgeschrieben, wenn ihr mal die Folie schaut. Es geht los in Bethel bei Jakob. Aber dann gleich kurze Zeit später, wir nennen das heute Stiftshütte, aber eigentlich wurde damals in der Wüste diese Stiftshütte, das war ein Haus von Gott, das man flexibel auf- und abbauen konnte. Also eigentlich ein riesengroßes Zelt. Und man nannte es das Zelt oder das Haus der Begegnung mit Gott. Und dieses Haus der Begegnung mit Gott war mitten unter Millionen Israeliten, als sie auszogen und durch die Wüste zogen. Und Gott sagte, ich möchte, dass in eurer Mitte immer ein Haus von Gott ist. Ein Ort, wo man Gott begegnen kann. Und einer, ja, den liebe ich besonders, das war Joshua. Das war der, der das Volk Gottes dann ins verheißene Land reingeführt hat. Die Bibel sagt, Joshua wich nicht aus dem Zelt der Begegnung, aus dem Haus von Gott in der Wüste, bei Tag und bei Nacht. Er blieb 40 Tage auch dort drin, während Mose weg war. Er blieb in der Gegenwart von Gott. Und das prägte sein ganzes Leben. Das machte ihn stark, das machte ihn zu dem er später wurde, nämlich der Führer des ganzen Volkes Gottes. Der Gottes Stimme hörte und er voller Tatendrang und Glaube war. Und Gott sagte, ihr braucht ein Haus von Gott in eurer Mitte. Und schauen wir mal weiter, genau das Gleiche passierte einige Jahre, Jahrzehnte später in Silo. Silo war der Ort, wo Eli und Samuel waren, der kleine dreijährige Samuel. Und dieser kleine Junge hatte noch keine Erfahrung mit Gott und diente dem Eli im Haus des Herrn in Silo. Silo hört sich für uns übrigens gar nicht so attraktiv an, ja? Silo. Und in dieser Stadt, wo Eli der hohe Priester war und seine Söhne nicht so ein cooles Leben geführt haben, dort kam der kleine Samuel hin, seine Mutter hatte ihn Gott geweiht. Und dort im Haus Gottes, wo er über Nacht geschlafen hat, hört er die Stimme von Gott. Gott begegnet diesem kleinen Jungen. Ich prophezeie heute Morgen, hier sind kleine Jungs, auch drüben im Kinderbereich, bei den Gospel Kids, Mädels, junge Leute, Teenager, Preteens, zu denen Gott heute noch redet.
Wir haben Kinder, die haben Gottes Stimme so klar gehört, für andere Kinder gebetet im Namen von Jesus und sie wurden geheilt. Das ist fast regelmäßig der Fall hier bei uns im Gottesdienst. Silo, Haus von Gott, ein Ort, wo man Gott begegnet. Wieder ein paar Jahre später, zur Zeit Davids und Salomos, wird dieser herrliche, gewaltige Tempel in Jerusalem gebaut. Und wieder war es so, erst wollte es David und Gott sagte, nee, der Salomo, dein Sohn wird ihn bauen, diesen unfassbar schönen, großartigen Tempel, voller Herrlichkeit. Aber ihr Lieben, das Wichtige war nicht das Äußere dieses Tempels, die Steine und die Vorhänge und die goldenen Leuchter und alles, was es dort gab, sondern das Entscheidende war, was in dem Tempel passierte. Die Bibel sagt, der Tempel war noch nicht mal richtig eingeweiht. Am Tag der Einweihung kam die Herrlichkeit Gottes, die Präsenz des allmächtigen Gottes und füllte das ganze Haus mit der Gegenwart Gottes. Die Priester waren so getatscht, die konnten nicht einmal mehr ihren Dienst tun. So stark war die Gegenwart Gottes in diesem Haus. Können wir Gott mal einen mächtigen Applaus geben für das, was er in seinem Haus tut? Ein Ort, wo man Gott begegnet. Und du siehst es durch die ganze Geschichte, Menschheitsgeschichte, immer und immer wieder. Das Haus von Gott war der Ort, wo Menschen dem Vater des Himmels und der Erde begegnet sind. Und jetzt gehen wir mal in die Zeit von Jesus. Auch Jesus war in seiner Zeit im Tempel. Das war ein anderer Tempel. Der andere war zerstört inzwischen. Und in diesem herodianischen Tempel, in diesem neuen Tempel, ging Jesus auf und ab. Und dann sagt er doch Folgendes in Markus Kapitel 11. Mein Haus wird genannt werden ein Haus der Begegnung mit Gott für alle Nationen und Völker, sagt Jesus, der Sohn von Gott. Er sagt, mein Haus, damals der Tempel in Jerusalem war das Haus von Gott. Er sagt, mein Haus wird genannt werden ein Haus des Gebets, ein Haus der Begegnung mit Gott. Gebet ist immer Begegnung mit Gott. Und es wird ein Haus der Begegnung mit Gott sein für alle Völker. Das heißt, niemand ist exklusiv. Ich bin so froh, dass wir Menschen aus allen 5 Kontinenten hier im Gospelforum haben. Von Australien, Amerika, Afrika, Asien, sogar aus Europa gibt es Leute hier. 120 verschiedene Nationen etwa sind hier im Gospelforum. Gottes Haus ist ein Ort der Begegnung für alle Völker. Und ich muss euch sagen, ich liebe es. Du musst gar nicht nach Afrika fliegen, sondern du findest viele afrikanische Freunde hier. Du musst nicht nach Asien gehen, um irgendwo Menschen von dort, hier im Haus von Gott, für alle Nationen, gibt es einen Ort, wo man Gott in Einheit begegnen kann. Egal, welchen sozialen Status du hast, welche Hautfarbe du hast, welchen kulturellen Hintergrund du hast. Du bist so herzlich willkommen im Haus des Herrn. Stimmt's? Ich liebe das. So, ich fasse mal das zusammen. Ja, da kommen noch 2 Dinge, die jetzt uns in unsere Zeit bringen. Als Jesus aufgefahren war in den Himmel, hatte eine neue Zeit begonnen. Wir nennen das das Neue Testament. Das Zeitalter der Gnade. Eine ganz neue Heilszeit für die ganze Menschheit. Menschen konnten Vergebung all ihrer Schuld bekommen ab dem Augenblick, wo Jesus am Kreuz für die Schuld der Menschheit gestorben war. Und sie konnten frei Zugang haben zu Gott. Und Paulus schreibt, in dem Augenblick, wo Menschen Jesus und sein Erlösungswerk für sich angenommen haben, wird ein Mensch zum Haus von Gott. Er sagt im Korintherbrief, er sagt, ihr aber wisst ihr es nicht, Kapitel 3, 1. Korinther 3, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid, das Haus, wo der Heilige Geist, wo Gott drin wohnt. Weißt du es nicht? Ich sag's dir ganz neu heute Morgen, dass du, der du Jesus im Herzen hast, ein Haus von Gott bist.
auf zwei Beinen. Und wo du hinkommst, wo du zu deinem Geschäft gehst oder wo du in deine Schule gehst oder in den Supermarkt gehst, geht ein Haus von Gott auf zwei Beinen in diesen Raum. Und Gott ist mit dir, denn er lebt in seinem Haus. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Du bist das Haus von Gott, der Tempel des Heiligen Geistes. Und das Letzte, was hier steht, das ist das, was der Apostel Paulus immer und immer wieder im Neuen Testament betont. Er sagt, wir als Kirche, als Gemeinde sind das Haus des Herrn. 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 15 sagt Paulus, ihr sollt wissen, wie es im Haus von Gott zugeht, welches ist die Gemeinde, die Säule und das Fundament von Wahrheit. Er sagt, mitten in der Gesellschaft, mitten in dieser Welt, sagt Gott, gibt es etwas, was er baut. Und dieses Haus besteht aus lebendigen Menschen, aus lebendigen Herzen und Seelen. Menschen, die lieben können, Menschen, die Gott zurücklieben, Menschen, die einander wertschätzen und hochachten. Menschen, die ihren Nächsten lieben wie sich selbst. Menschen, die diese Welt lieb haben und wollen, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Diese Menschen, sagt Gott, die sind mein Haus, das ist meine Gemeinde. Und ihr Lieben, wo immer Gemeinde ist, nach dem Bauplan Gottes, ich rede jetzt nicht von toten Kirchen, die Gott verlassen haben und die schreckliche Dinge manchmal tun, sondern ich rede von Gemeinden und Kirchen, und Denominationen, die Gott von Herzen lieb haben und die tun, was er in seinem Wort sagt. Jesus sagt, das ist meine Kirche, das ist meine Gemeinde und das ist mein Haus auf der Erde heute, in dieser Zeit. Und dieses ist der Ort der Begegnung mit Gott. Vor allem in meinem Haus, in meiner Gemeinde, da wo du hinkommst, ist Begegnung mit Gott für andere Menschen möglich. Ich bin so froh, dass ich damals, wo ich zum Glauben gekommen bin, eine Gemeinde gefunden habe. Das waren Menschen, die mir, ich war so ein ganzer Frischling, ein junger Bekehrter, würde man heute vielleicht sagen, ja, einer, der null Ahnung hatte von lebendiger Nachfolge von Jesus. Und da gab es Leute im Haus von Gott, die mich in die Begegnung mit Gott geführt haben, die mir gezeigt haben, wie man als Christ lebt, wie man betet, dass Gott einen erhört. Ja, wie man den anderen höher achtet als sich selber. Wie man miteinander richtig umgeht. Wie man die Bibel liest, davon hatte ich null Ahnung. Ich habe überhaupt nicht kapiert, was in der Bibel drin steht. Ich weiß noch, im Religionsunterricht, es war schrecklich. Wir hatten einen Religionslehrer in einer bestimmten Klassenstufe, da denke ich heute im Nachhinein, der wollte uns den letzten Rest Glauben, den wir alle noch hatten, austreiben. Ehrlich? Der hat uns dann versucht, also krampfhaft, das war auch furchtbar langweilig, versucht zu erklären, warum das, was in der Bibel drin steht, nicht so stimmen kann. Ich weiß noch, der hat mir dann so einen Witz mal geholfen. Ja, dann hat er gesagt, ja, Herr, dieses ganze Volk Gottes, was da durch das Rote Meer gezogen ist, ja, und danach sind die Ägypter alle ertrunken und so weiter, dann hat er gesagt, ja, das war ja alles nur knöcheltiefes Wasser und das war alles erfundene Märchen und halt irgendwie, die Bibel ist ein Märchenbuch. Und dann habe ich mal einen Witz gehört, der hat mir so geholfen für diesen Lehrer. Da hat auch einer gesagt, ja, das war ja alles nur knöcheltiefes Wasser und die sind da durchgewartet und das war überhaupt kein Wunder und so weiter und so fort. Und während der Lehrer das in der Schulklasse erzählt, fängt ein Schüler an, boah, Wahnsinn, das ist der absolute Hammer. Der Lehrer ist total irritiert und sagt, ja, was soll denn da jetzt der Hammer dran sein? Der sagt, das ist das größte Wunder, was ich je gehört habe. Und er sagt, der Lehrer, jetzt musst du mir sagen, was du meinst. Er sagt, ja, wenn Sie sagen, das Wasser war knöcheltief, dann ist das ja ein riesiges Wunder, dass in diesem knöcheltiefen Wasser eine ganze ägyptische Armee ertrunken ist. Das hat mir so geholfen. Ja,
kapiert jetzt nicht jeder, der die Bibel nicht kennt, aber die ägyptische Armee ist tatsächlich ertrunken, ob in knöcheltiefem Wasser oder in riesigen Fluten. Wer es glaubt, sagt Amen. Und wisst ihr was? Wir leben in der Zeit, wo das Haus von Gott der Ort ist, wo Gott ernst genommen wird, wo Gottes Worte ernst genommen werden, weil Gott offenbart sich dort. Wir begegnen Gott und einer der Wege, wie wir ihm begegnen, ist durch sein Wort, indem wir ihn besser kennenlernen, seinen Charakter, seine Liebe zu uns, dass er unser bester Freund ist, unseres Lebens Kraft und dass er das Beste für jeden Menschen auf dem Herzen hat. Das tut so gut. Die Leute fragen immer, warum kommen so viele Leute zu Ihnen in den Gottesdienst? Sag ich ganz einfach, weil sie da Gott begegnen und in unserem Gottesdienst lehren wir die Menschen und erklären ihnen, was Gott zu sagen hat. Nicht Politik, nicht irgendwelche Wirtschaftstheorien, sondern hier erzählen wir, was Gott zu sagen hat. Und die Menschen haben auf der ganzen Welt so ein Interesse zu hören, was Gott zu sagen hat. Und er ist ein wunderbarer Gott. Ich finde, wir sollten ihm mal richtig einen mächtigen Applaus heute Morgen geben. So, ich komme zum Schluss. Ich möchte zusammenfassen und uns auch ein bisschen auf eine Richtung bringen. Die Bibel lehrt uns also durch die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch, dass das Haus Gottes der Ort ist, wo Gott uns auf besondere Weise begegnen will. Das heißt, in unserem Herzen, wir sind das Haus Gottes, aber auch in seiner Kirche, in seiner Gemeinde. Das Zweite, was wir gelernt haben, und das ist ganz, ganz wichtig, ich habe das bei mir selber ausprobiert, das ist wie eine Erkenntnis. Die Erkenntnis, dass Gott sein Haus als ein Ort der Begegnung für alle Menschen mit ihm bestimmt hat, setzt etwas frei. Erstens, eine riesige Erwartungshaltung. Ich erwarte einfach, wenn ich in die Gemeinde komme, dass Gott mir begegnet. Heute Morgen ist mir Gott schon begegnet. Diese Woche bekam ich einen Brief von einer Frau, die kann nur über Video oder über Livestream mit dabei sein. Die wohnt so viel, hunderte Kilometer weg. Und sie hat mir erzählt, was für furchtbare Dinge, Todesfälle, Suizide in ihrem Umfeld passiert sind. Sie sagt, sie war am Ende, ihr ganzes Leben war kaputt. Und dann kam sie per Zufall im Internet auf unsere Gottesdienste. Und sie sagt, diese Gottesdienste haben mein Leben gerettet, weil mir ist Gott durch das Video, durch die Gottesdienste begegnet und haben mein Herz berührt. Wollen wir Jesus mal ein Danke sagen dafür, dass tausende Menschen auch über die Medien erreicht werden aus dem Haus des Herrn. Also ich erwarte, dass was passiert. Ich erwarte, dass Menschen einen Touch vom Himmel bekommen. Das Zweite, wenn Gemeinde der Ort ist, wo Gott mir begegnet, entwickelt sich in meinem Herzen eine Liebe zum Haus Gottes. Eine Liebe zu seinem Haus. Und wisst ihr was? Dieses Haus und alle anderen Gemeinden in der ganzen Welt, sie sind ja nur eine Widerspiegelung des Hauses von Gott im Himmel. Die Bibel sagt, es gibt ein ewiges Haus von Gott im Himmel. Und jede Gemeinde hier auf der Erde ist nur ein Abbild, ein Typus, ein Schattenbild von dem, wie es im Himmel zugeht. Natürlich haben wir hier auf der Erde noch Macken und du weißt. Weiß irgendjemand, wovon ich rede? Okay, einige nicht, aber wir alle haben noch Macken. Also es ist alles noch so im Ansatz, ja, aber es wird immer schöner und Gott baut sich eine herrliche Gemeinde ohne Flecken, Runzeln und Makel. So steht es geschrieben in der Heiligen Schrift. Und wir sind mittendrin. Man entwickelt eine Liebe zum Haus Gottes, eine Liebe zu seiner Wohnung. Das Dritte, was ich bei mir auch gespürt habe und immer mehr spüre, du spürst den Wunsch, dieses Haus von Gott zu bewahren und zu beschützen. Vor Einflüssen, die es zerstören wollen, vor finsteren Dingen, vor dem, was auch, sage ich mal, in der Theologie läuft, Entmythologisierung und was weiß ich, alle möglichen Irrlehren auch, die es überall gibt und die Menschen von Gott wegbringen, anstatt die Menschen näher zu Gott zu führen, dem Liebhaber der ganzen Welt. Ich spüre den Drang, den Wunsch, Gottes Haus zu beschützen. Geht es dir auch so? Zu bewahren. Zu sagen, hey, sein Haus ist sein Haus, muss beschützt werden. Und das Vierte, auch in das Haus von Gott zu investieren. Das heißt, mit dazu beizutragen, dass dieses Haus wächst und gedeiht. Und wir lassen mal die Folien einfach jetzt weg.
Ich erzähle euch mal, wie das im Alten Testament in der alten Zeit war. Zum Beispiel zur Zeit der Stiftshütte, dieses Hauses der Begegnung in der Wüste. Jetzt hätte ja Gott Folgendes machen können. Der hätte vom Himmel her so einen Engel schicken können, der baut da unten so einen schönen Palast, so ein Haus von Gott und da drin begegnen die Menschen Gott. Hätte ja sein können, hat er aber nicht gemacht. Sondern in der Bibel steht, Gott sprach mit Moses, mit seinem Leiter damals. Er sagt, Moses, ich möchte, dass du etwas weißt. Das Haus, wo Gott wohnt und Menschen begegnet, das soll durch Menschen gebaut werden, die auf Gott hören und vom Heiligen Geist inspiriert sind. Und ich möchte, dass alles, was mit diesem Haus von Gott auf der Erde, wo Gott den Menschen begegnet, zu tun hat, dass die Verantwortung in die Hände von Menschen gelegt wird. Das machen nicht die Engel, das machen nicht irgendwelche Außerirdischen, wie auch immer. Das macht auch nicht Gott vom Himmel einfach souverän, ohne unser Mittun. Nein, nein, er sagt, ich will, dass es durch meine Söhne und Töchter passiert. Durch mein Volk, durch die, die ich auserwählt habe, Teil meines Hauses zu sein. Und dann sagt er zu Mose, ich sag dir mal eine Strategie. Da gibt es etwas, was du tun kannst, dass dieses Haus dort gebaut wird. Später beim Tempel in Jerusalem war es genau das Gleiche, bei Salomo, genau das Gleiche. Ich möchte, dass du das Volk Gottes zusammenrufst, alle zusammen. Und ich glaube, Mose war auch ein guter Prediger, ja, der hat es richtig rübergebracht. Und er hat das Volk zusammengerufen, genau wie es Gott gesagt hat, und sagt, erkläre ihnen Folgendes. Ich will, dass alle, die wollen, aber bitte nur die, die wollen und die das auf dem Herz haben, die mitmachen wollen, das Haus von Gott, wo Gott Menschen begegnen wird, zu bauen, dass die alle einen Beitrag dazu bringen können. Und dieser Beitrag hieß Teruma, das hebräische Wort. Ganz ein bisschen mystisch, geheimnisvoll, Teruma. Und er sagt, das, was jeder Einzelne dazu beitragen kann, und zwar jeder, wie er es auf dem Herzen hat und jeder, wie er es Vermögen hat. Die einen haben mehr, was sie beitragen können, die anderen weniger. Manche können vielleicht gar nichts dazu beitragen. Aber ich möchte, dass mein Haus durch meine Männer und meine Frauen gebaut, unterhalten, finanziert und in den Zustand gebracht hat, wie ich es möchte. Und dann gingen die Leute nach Hause. Ich stelle mir das so vor, Mann und Frau, Familie, Papa, damals noch so ein bisschen Patriarch, saß um den Tisch rum und hat mit der Familie gesprochen und sagt, was können wir zum Bau des Hauses Gottes tun? Und dann haben sie die Köpfe zusammengesteckt und sagen, was ist unser Teruma? Und dann haben sie eine Entscheidung getroffen. Manche haben Delfin heute gegeben. Ich habe es mal studiert. Ich könnte euch das mal schnell vorlesen. Dann haben sie Kupfer gehabt. Die anderen hatten Purpur, Karmesin. Steht alles in der Bibel drin. Ziegenhaar wäre jetzt für uns heute nicht so attraktiv. Stimmt's? Ziegenhaar. Damals ganz wertvoll. Salböle, Gewürze, Räucherwerk, Edelsteine. Damit kann man schon eher was anfangen. Gold, Silber, gefärbte Widderfelle. Ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, ja? Auch wenn es gefärbt war, ist nicht das Gelbe vom Ei, ja? Aber das war wertvoll damals. Das waren die kostbarsten Salben und Tierfelle, Gold, Silber, sowieso Edelsteine, um das Haus von Gott zu bauen, in dem Gott Menschen begegnen würde. Da haben wir gedacht, Gott, warum machst du das? Warum lässt du dein Volk das bauen, in dem du Menschen begegnest? Warum? Und ich glaube, ich habe herausgefunden, warum. Weil Gott wollte, dass jeder Mensch zeigen kann, seine Liebe zu Gottes Haus. Seine Liebe zu dem, wo Gott Menschen begegnet. Und ich habe verstanden, Gott, deswegen steht überall, muss man lesen. Gott sagt, ich will, dass es freiwillig passiert. Niemand darf gezwungen werden, niemand darf gesetzlich zu irgendwas rausgedrückt, irgendwelche Opfer reden, no. Sondern ich will, dass jeder versteht, es geht um mein Haus
wo ich Menschen begegne und es geht um das, was du aus Liebe da hinein investieren wirst. Und ich dachte mir, das ist genial, das ist Gottes Gedanke, das machen wir seit vielen Jahren. Einmal im Jahr setzen wir uns zusammen oder wenn du alleine bist, du alleine und du fragst den Heiligen Geist, was werde ich in diesem Jahr für den Bau, die Unterhaltung des Hauses von Gott tun? Terumah. Und Terumah, dieses Wort ist auch ein interessantes Wort, das könnte man so vergleichen wie eine Torte. Viele Stücke und du schneidest aus dieser Torte ein Stück raus, mit der Tortengabel hebst du es hoch, um es dann seiner Bestimmung zuzuführen, nämlich deinem Mund und deinem Magen. Und bei Gott ist, deswegen steht in den meisten Bibelübersetzungen auch Hebopfer, was uns heute nichts mehr sagt. Das steht aber Terumah im Hebräischen. Du nimmst etwas von deinem Besitz, von dem Kuchen, den du hast, schneidest ein Stück raus, sag, dieses Stück ist für das Haus von Gott, dem Ort, wo Gott Menschen begegnet. Und dann die Gabel rein und dann wird es seiner Bestimmung zugefügt. Das heißt Terumah. Und wir sind schon am Ende, ihr Lieben. Und dazu möchte ich uns heute einladen. Wir werden hier überhaupt kein Opfer einsammeln, keine Kollekte, heute gar nichts. Sondern mein Wunsch wäre, unser Wunsch wäre, dass wir alle nach Hause gehen, auch am Livestream, und sagen, was kann, was will, was werde ich tun in diesem Jahr 2023 für das Haus vom Herrn? Vielleicht musst du was an deinem Haus renovieren und so weiter und so fort. Vielleicht brauchst du ein neues Auto oder was auch immer. Aber dieses Haus hier braucht auch viele Dinge. Wir wollen die Toiletten renovieren, das Foyer, ich habe es euch vor einigen Wochen gezeigt, viele, viele tolle Dinge machen. Aber es braucht ein Terumah dazu. Und vielleicht können wir zusammen aufstehen, ihr Lieben. Ich möchte gerne etwas tun. Ich möchte beten, dass der Heilige Geist mich, uns alle leitet in dieser wirklich heiligen, heiligen Angelegenheit. Es war Gott, der zu Mose sprach und sagt, Mose, sag's allen, dass sie wissen, es ist der Weg, dass der Segen auf das Haus Gottes kommt, wo ich den Menschen begegnen werde. Vielleicht können wir es so machen, wenn du willst, dass du deine Hände ausstreckst, kannst deine Augen schließen und dann lass uns mal zusammen beten und sagen, Herr, wir wollen jetzt zusammen, wir wollen einfach auf dich hören und sagen, was wird in diesem Jahr für mich, für uns als Familie, für mehrere, wie auch immer, was wird das sein, was wir geben können für dein Haus? Und Herr, danke, dass du zu Menschen redest, danke, dass du zu mir redest. Dass du Menschen auf das Herz legst, was für dein Haus, wo du den Menschen begegnest, das richtige Investment ist in diesem Jahr. Und ich danke dir, Heiliger Geist, für deine mächtige, wunderbare Hand, für deine große Gnade und Kraft, die für uns da ist. Und ich danke dir, Herr, vor allem für ein Haus, wo du Menschen begegnen wirst in diesem Jahr. Tausende und abertausende Menschen in diesem Haus. Ich prophezeie auch über dem Livestream in dem Namen Jesus Tausende und abertausende Menschen, die deine Begegnung erleben werden, Herr. Die deine Stimme hören, die Träume, Visionen erhalten, wo Heilung und Wunder passieren, wo Menschen innerlich geführt werden für die Zukunft ihres Lebens, wo Menschen sehen, dieses Haus vom Herrn wird ein Haus der Begegnung mit Gott sein für alle Nationen und Völker. Und ich rufe über Deutschland prophetisch aus. Deutschland, Schweiz, Österreich, Liechtenstein, bei allen deutschsprachigen Nationen, dass überall neue Häuser von Gott entstehen, wo die Herrlichkeit Gottes offenbar wird und der Herr selber den Menschen begegnen wird. In Jesu Namen. Halleluja. Amen. Wollen wir unserem Herrn, unserem König, unserem Meister mal einen richtigen Applaus geben. Und jetzt möchte ich etwas Prophetisches auch tun. Gottes Kraft ist so stark hier. Auch am Livestream ist ganz wichtig, dass du weißt, das ist jetzt auch für dich und auch für alle hier. Ich möchte schon mal prophetisch beten,
dass Gott jeden Einzelnen hier in diesem Jahr, was ja auch voll mit Herausforderungen ist, Teuerung, Inflation, Energieproblematik und so weiter, möchte den Vater im Himmel bitten, dass jeder Einzelne hier in diesem Haus eine übernatürliche Versorgung in diesem Jahr erleben kann und erleben wird. Und dass er auch von Gott her den Segen, den er uns verheißen hat, auch gerade in herausfordernden Zeiten, in ganz starker Weise erlebt. Wenn du möchtest, schließ doch deine Augen. Nur wenn du das willst, streck deine Hände dem Vater im Himmel entgegen. Sag, Herr, ich komme mit meinen leeren Händen heute zu dir und ich glaube, dass du sie nach deinem Reichtum an Gnade und Barmherzigkeit füllen wirst mit allem, was ich zum Leben und zu meiner Zukunft brauchen werde. Und jetzt, Heiliger Geist, danke, dass du da bist mit deiner großen, großen Kraft. Und ich segne jeden Einzelnen hier im Raum, jeden Einzelnen am Livestream mit der herrlichen, göttlichen Versorgung von Yahweh Jireh, dem Versorger. Ich bete, Herr, dass die Quellen, die übernatürlichen Quellen Gottes über jedem Einzelnen freigesetzt sind. Ich rufe das aus über jedem, was du, Jesus, uns gelehrt hast, dass du ein gefülltes, gedrücktes, überfließendes Maß in unseren Schoß geben möchtest. Ich danke dir, Herr, dass du über Bitten und über Verstehen schenken wirst in diesem Jahr. Ich bete, dass jede Macht der Armut und des Verlustes gebrochen ist über deinem Leben in Jesu Namen. Und ich danke dir, Herr, für deine versorgende, mächtige Hand über jedem Einzelnen hier in dem Namen Jesu Christi. Ich bete für alle, die einen Verlust erlebt haben in den letzten Monaten und Jahren, dass du in deiner Gnade und Kraft ihnen begegnest und Wege dort hinaus aufzeigst. In Jesu Namen. Ich bete, Herr, dass jeder Einzelne ganz stark deine Nähe und deine Fürsorge und deine Liebe erfährt in dieser herausfordernden Zeit. Ich danke dir, Herr, dass du der große, große Versorger bist, der starke Helfer in Zeiten der Not. Und heute Morgen geben wir dir Ruhm und Ehre und Macht und Stärke. Ich danke dir auch, dass du, wie es in deinem Wort steht, dem Fresser gebietest, dem, der Menschen beraubt und ihnen das wegnehmen will, was eigentlich ihnen gehört, dass du ihm gebietest, dass er fliehen muss in Jesu Namen. Wir brechen auch in Jesu Namen die Macht der Finsternis, die Menschen verarmen und kaputt gehen lassen will. Wir brechen diese Macht über Menschen in diesem Augenblick. Ich spüre, dass einige ganz stark jetzt die Gegenwart Gottes in ihrem Leben spüren. Wir brechen die Macht der Finsternis, die Menschen krank machen möchte und zerstören möchte und durch Krieg und Zwietracht und Streit und Neid und Eifersucht zerstören will. Du musst jetzt gehen in Jesu Namen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und Heiliger Geist, komm mit deiner Herrlichkeit und deiner Salbung, die jedes Joch zerbricht. Komm mit deiner Größe und deiner Macht. Und füll du jetzt jeden mit der Herrlichkeit des Himmels, mit der Freude des Himmels, mit der Freiheit des Himmels. Und jetzt lass uns dieses Lied zusammen singen, ihr Lieben, und ihn groß machen, unseren König. Gegenwart ist so stark hier. Ich hatte eben wie ein Wort vom Heiligen Geist. Es sind eine ganze Reihe Menschen hier im Raum, aber auch am Livestream. Die haben
eine nicht so einfache Zeit gehabt gerade. Aber heute dreht Gott bei einigen richtig den Spieß rum. Hier ist so eine Salbung auch der inneren Wiederherstellung. Und ganz viel Trost von Gott, dem Vater, für dich. Und du musst wissen, dass er dich versteht. Wenn jemand mitfühlen kann, mit dem auch, was du, was einige hier durchgemacht haben und durchmachen, er versteht dich, auch am Livestream. Wenn Menschen das nicht nachvollziehen können, wenn sie komisch reagieren, wenn sie hart und böse dir gegenüber sind, aber Gott tröstet dich und er versteht dich. Seine Hand ist auf deinem Leben. Hier ist so eine Kraft der inneren Heilung. Interessant, ja, wenn es um so ein Haus geht, der Ort, wo man Gott begegnet, da ist so viel Heilung da, so viel Wiederherstellung, so viel innerer Trost und auch Befreiung. Und wenn wir in seiner Gegenwart stehen, vielleicht magst du die Augen auch nochmal schließen, wenn du eine Not mit hierher gebracht hast heute Morgen, wenn dich etwas beschäftigt, vielleicht ist ein Kind daheim krank oder vielleicht macht dir jemand in deinem Leben richtig das Leben zur Hölle. Oder es gibt etwas, was so unüberwindbar scheint, wie ein riesiger Berg. Ich möchte dir einfach sagen, Gott hat irgendeinen Weg. Er hat einen Ausweg aus dem. So steht es in der Bibel. Und ich möchte dich jetzt ermutigen, dass du in deinem Herzen ihm einfach sagst, was deine Not ist, dass du sie ihm jetzt bringst. Die Bibel sagt, schleudert alle eure Sorgen auf ihn, denn er kümmert sich darum. Ich möchte dich ermutigen, jetzt gerade wo du bist, in diesen wenigen Sekunden, gib ihm einfach deine Not innerlich ab. Vielleicht Problematik in deiner Familie oder Ehe, deiner Arbeitsstelle, was auch immer. Jesus ist jetzt da. Jesus ist jetzt da für dich. Du bist nur du, Jesus.
was Menschen nicht tun können, wo Menschen nicht helfen können, das kann Gott tun. Heute Morgen nach dem Gottesdienst kam eine Frau, schwer erkrankt an einer ganz schweren Krankheit. Ärzte können nichts tun, alles probieren. Aber als wir für sie gebetet haben, kam so die Kraft und die Herrlichkeit des Himmels zu ihr. Ich weiß nicht, was passiert ist. Wir müssen mal abwarten, was die Ärzte dann auch diagnostizieren. Aber eins weiß ich, die Kraft Gottes kam so stark auf sie. Sie sagt, ich kann kaum mehr stehen. Meine Knie zittern, sie stand so zitternd vor uns. Weil es war der Ort der Begegnung mit Gott. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Irgendwie habe ich heute eine Predigt gehört. Ja? Das Haus des Herrn, das du bist, aber auch die Gemeinde, ist ein Ort der Begegnung mit Gott. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, wir begegnen gerade ziemlich Gott, oder? Kann das irgendjemand bestätigen? Ja, ich glaube, wir begegnen gerade ziemlich dem Herrn. So tief, so powerful, so wunderbar. Mir ist auch, als wenn ganz viele Engel Gottes hier sind. Mir ist, als wenn ich sie spüren kann. Die Engel sind ausgesandt von Gott als seine Diener für seine Heiligen, um ihnen zu helfen. Ich glaube, dass da auch ganz viel Heilung jetzt da ist. Ganz viel Heilung. Nicht nur körperlich, sondern auch für die Seele. So viel Heilung heute Morgen. Weil du bist im Haus der Begegnung mit Gott. Wir singen das Lied gleich nochmal, aber ich habe noch eine Frage, die so wichtig ist in diesem Augenblick. Vielleicht sind Sie heute da und vielleicht zum ersten Mal überhaupt in so einer Kirche und haben gar nicht gewusst, dass es Menschen gibt, die wirklich glauben, was Gott sagt und die das dann auch erleben dürfen. Vielleicht spüren Sie auch etwas von dieser Berührung des Himmels hier auf der Erde. So wie es im Vater unser Gebet heißt, wie im Himmel, so soll es auch auf die Erde kommen. Zu dir, zu uns, soll einfach passieren. Und jetzt ist ein wunderbarer Augenblick, sein Herz zu öffnen, um Jesus, den Messias, den, der uns erlöst von unserem alten Leben, der uns ewiges Leben schenkt bei Gott, der uns all unsere Schuld vergibt, ihn einzuladen, in unser Herz zu kommen. Der Augenblick ist jetzt da. Ich möchte uns einladen, dass wir vielleicht alle die Augen kurz mal schließen, als auch ein Akt der Wertschätzung allen gegenüber. Und ich möchte fragen, wer ist heute Morgen hier, der jetzt in diesem Augenblick so in seinem Herzen Folgendes tun möchte? Sagen, Jesus, wenn es dich gibt, wenn du mich lieb hast, wenn du mich wirklich magst und so annimmst, wie ich bin, dann möchte ich dich bitten, dass du jetzt in mein Leben kommst, in mein Herz hineinkommst. Und mein Leben neu machst mit deiner Gegenwart. Wenn sie das sind, wenn du das bist und du möchtest sagen, ich möchte Jesus jetzt einladen, in mein Herz zu kommen, machen Sie doch einfach Folgendes. Strecken Sie als ein Zeichen einfach Ihre Hand weit aus zu ihm. Und Gott sieht Ihre Hand. Strecken Sie sie einfach jetzt aus. Ich sehe so viele, viele Hände schon. Das ist einfach ein Zeichen an Gott. Seine Berührung ist schon da, ich spüre seine Kraft so stark hier für Sie. Ist noch jemand hier, der seine Hand noch nicht erhoben hat, auch am Livestream? Heb sie einfach zu Jesus. Er sieht dich, er sieht vor allem das Herz. Wow. Und ich würde gerne mit uns allen jetzt beten. Beten heißt Gott begegnen, mit ihm reden. Und wir machen es so, damit es ganz einfach ist für alle. Ich bete es laut vor und dann lade ich uns alle hier im Saal und auch am Livestream, dass wir alle zusammen mitbeten und Jesus unser Leben weihen. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du mich liebst. Ich glaube, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Komm jetzt in mein Herz. Sei mein Herr und mein Gott. Vergib mir alle meine Schuld.
und schenke mir ewiges Leben. Jesus, ich empfange dich jetzt als meinen Herrn und meinen König. Amen. Amen. Ich möchte kurz uns erklären, was jetzt gerade im Himmel los ist. Ich kann das auch richtig spüren. Die Bibel sagt, im Himmel ist totale Freude, ein riesiges Fest über einen einzigen Menschen, der sein Herz öffnet für Gott, zu ihm umkehrt und sagt, ich möchte dir nachfolgen, wohin du mich führst. Und jetzt, heute hatten wir Dutzende Menschen, die diese Entscheidung getroffen haben. Komm, wir geben denen allen nochmal einen riesen Jubelschrei heute Morgen. Wir freuen uns so, so sehr. So, so sehr. Das ist Freude im Himmel. Und unsere Freude wäre es, wenn wir auf sie zukommen dürfen oder sie auf uns und wenn wir Kontakt machen können mit ihnen und ihnen erklären, wie das Leben mit Gott jetzt weitergeht. Das ist das spannendste, schönste Leben, was wir hier auf der Erde haben können. Und was Terumah betrifft, das, was wir für sein Haus, wo er uns begegnet, tun können, da werden wir in den nächsten Wochen noch viel hören. Ich möchte euch ermutigen, so daheim mal in dich zu gehen, zu sagen, Herr, was werden wir zwei, denn du, Heiliger Geist, und ich oder meine Familie, was werden wir denn tun für dein Haus in diesem Jahr? Und dann wird der Kuchen geschnitten, die Scheibe rausgeschnitten. Heute Morgen hat jemand gesagt im ersten Gottesdienst, die Kuchenschaufel. Da habe ich gedacht, mei, das ist aber heftig. Schaufel ist richtig groß. Ja? Kuchenschaufel. Aber das ist, scheint ein schwäbischer Ausdruck. Ja? In den Kuchen und dann ins Haus von Gott. I'm happy. Ich finde, wir sollten das Lied noch mal singen. Würdig bist nur du. Was für ein schönes Lied. Ja? Und dann kommt dann der Christoph wieder nach vorne. Würdig bist nur du. Wir geben Jesus nochmal einen kräftigen Applaus. Jesus, du bist würdig. Wir danken dir. Halleluja. Amen. Amen, ihr Lieben. Hey, was für ein Gottesdienst. Können wir Peter auch nochmal einen Applaus geben? Peter, vielen Dank für diese Predigt. Hey, vergesst nicht das Haus des Herrn. Ist sein Ort der Begegnung mit Gott. Okay? Niemals vergessen. Ihr Lieben, was ich vorher noch unterschlagen habe, noch zwei, drei Dinge. Kommenden Sonntag feiern wir Kindersegnung hier im Gottesdienst. Und wenn du dein Kind segnen lassen möchtest, dann kannst du dein Kind zur Kindersegnung anmelden im Gemeindebüro unter info@gospel-forum.de. Wenn du Anschluss suchst, wir wollen dir so sehr helfen hier im Gospelforum.
ein richtiges Zuhause zu finden. Komm gerne auf uns zu, komm draußen zu unseren Connect-Tischen und wir wollen dir richtig helfen, dass du hier Anschluss findest. Draußen gibt es auch die Hangout-Tische für die Jugend und die jungen Erwachsenen. Das ukrainische Treffen findet gleich statt im Jugendforum oben. Und wenn du noch Gebet empfangen möchtest, wenn du ein Anliegen hast, dort drüben bei der Ministry-Fahne an der von eurer Seite linke Seite warten liebe Mitarbeiter, die nur darauf warten, für dich zu beten. Und wenn du ganz, ganz neu bist bei uns im Gospelforum, dann laden wir dich ein, jetzt drüben einmal quer durchs Foyer, hinten rechts in die Welcome Lounge zu Welcome to Church. Dort wollen wir dir erklären, was das Gospelforum ist und noch ein paar andere Dinge. Komm da jetzt direkt im Anschluss an den Gottesdienst vorbei. Wir freuen uns sehr auf dich. Und jetzt, ihr Lieben, bevor wir nach Hause gehen, möchte ich uns alle noch unter den Segen Gottes stellen. Seid ihr ready? Vater, wir danken dir für diesen Tag, den du gemacht hast, Gott. Wir danken dir, dass du mit uns bist und für uns bist, dass deine mächtige Hand mit uns ist an jedem Tag. Und so segne uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist für diesen Tag heute und die Woche, die vor uns liegt. In Jesu Namen. Amen. Ihr Lieben, einen wunderschönen Sonntag euch allen.